Vortrag ist heute nicht nur mit Chris Köver, wie angekündigt, sondern wir haben auch eine Art Überraschungsgast und das ist Alexandra Sova, die zusammen mit Chris Köver diesen Vortrag halten wird. Sie ist Datenschutzbeauftragte und IT-Sicherheitsauditor und zurzeit als Sachverständige neben Frank Rieger im Bundestag zum Thema Informationssicherheit. Ja, die zweite, die unseren Talk hier halten wird, ist Chris Köver. Ich kenne sie persönlich als Gründerin des Missy Magazins. Dann ist sie über einen kleinen Umwegschlenker bei der Wired Germany jetzt mittlerweile festes Redaktionsmitglied im Netzpolitik.org-Team. Und ich freue mich, dass die beiden heute etwas über KI, also künstliche Intelligenz, sagen werden. Und zwar darüber, warum es wichtig ist, dass wir diese auch politisch kontrollieren und nicht wie wir es auch aus dem Feminismus öfters kennen, die ganze Zeit nur mit Selbstverpflichtungen der Unternehmen arbeiten. Also ein warmer Applaus bitte für Chris Köver und Alexandra Sova. Ja, herzlich willkommen zu unserem Talk. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Wir wissen leider nicht, wie zahlreich ihr seid, denn wir sehen euch so gut wie gar nicht. Es ist sehr heiß auf der Bühne, aber wenn ihr hier seid, dann freuen wir uns, dass ihr hier seid. Wir wollten heute sprechen über Ethikrichtlinien für Algorithmen oder sogenannte künstliche Intelligenz, was auch immer darunter verstanden wird. Dazu kommen wir gleich noch. Ja, wer denkt sich so etwas aus und warum? Es gibt einen unglaublichen Boom dieser Guidelines derzeit. Also falls ihr den Überblick verloren habt, wie viele von diesen freiwilligen Selbstverpflichtungen oder Guidelines für ethischen Umgang mit KI es inzwischen gibt, dann seid ihr damit nicht alleine. Es ist wirklich eine, also das hier, dieses Comic bezieht sich auf eine aktuelle Studie, die an der ETH Zürich durchgeführt worden sind, wo die mal geschaut haben, wie viele gibt es denn eigentlich derzeit weltweit und 84 verschiedene Richtlinien gezählt haben. Der allergrößte Teil davon ist in den vergangenen 2 Jahren erschienen. Also es passiert jetzt gerade wirklich ganz viel in diesem Bereich. Das hier ist eine Datenvisualisierung, die das Berkman Klein Center for Internet and Society in Harvard gerade veröffentlicht hat. Darauf zu sehen sind nur in Anführungszeichen 32 Ethikrichtlinien für künstliche Intelligenz und Algorithmen. Und das sind jetzt sowohl Guidelines, die aus der Privatwirtschaft kommen, teils auch von NGOs und teils von staatlichen Organisationen. Kann kein Mensch jetzt wirklich erkennen, was da jetzt alles drauf zu sehen ist, aber darum geht es auch nicht. Es ist eher tatsächlich, um einmal auch zu zeigen, es ist wahnsinnig viel und selbst die Versuche, das in ein einfaches Bild zu gießen, sind fast zum Scheitern verurteilt, weil es einfach wahnsinnig umfangreich ist gerade. Ja, einen weiteren Überblick versucht sich gerade die NGO Algorithm Watch zu verschaffen. Die haben auf ihrer Webseite ein crowdgesourcedes Projekt, wo sie AI Ethics Guidelines sammeln. Da kann sich jeder beteiligen. Das heißt, falls ihr noch eine neue findet, die dort noch nicht drauf verzeichnet ist, dann könnt ihr sie selbst dort eintragen und so zu einem besseren Überblick beitragen. Klar ist eigentlich nur, es gibt inzwischen so wahnsinnig viele von diesen Guidelines, dass sich in der Wissenschaft gerade so eine Art eigene Subdisziplin dazu herausbildet, die in unterschiedlichen Bereichen, also teils Politik, Wissenschaft und Policymaking, teils aber auch andere Bereiche, im Grunde jetzt nur mit diesen Guidelines, mit der Analyse und dem Abgleich und der Einordnung von Algorithmen und KI-Guidelines beschäftigt. Ja, die Frage ist natürlich, woher kommt dieser Boom? Das ist im Grunde jetzt nicht so wahnsinnig erstaunlich, dass es den Boom gibt, denn algorithmische Entscheidungsprozesse begegnen uns heute schon an sehr vielen Stellen im Alltag, im privaten wie im beruflichen, sei es jetzt beim Online-Dating, in unseren Postfächern, wo sie das Spam aussortieren oder in den Newsfeeds von Social Media, Vergabe von Krediten, bei der Einladung zu Bewerbungsgesprächen spielen sie eine Rolle und neuerdings auch auf dem Arbeitsamt in Österreich, wo ein Algorithmus Jobanwärterinnen in 3 verschiedene Kategorien einordnet und je nachdem ihnen die Ressourcen und die Unterstützung zuteilt, wie gut oder schlecht ihre Chancen stehen, überhaupt jemals wieder in den Arbeitsmarkt einzutreten.
Also man merkt, diese Algorithmen schneiden eben an immer empfindlicheren Stellen in unser Leben und in unsere Grundrechte ein und treffen diese im Kern ziemlich schmerzlich. Es ist also nicht so erstaunlich, dass parallel zu dieser Entwicklung eben immer lautere Rufe auch jetzt, immer mehr Rufe laut werden, da tatsächlich auch Regulierungen oder eben ethische Regeln aufzustellen, was denn diese Algorithmen überhaupt dürfen. Also manche nennen es, bezeichnen sie als künstliche Intelligenz, was auch immer dann darunter verstanden wird. Die Rede ist auch von Automatic Decision Making oder ADM. Und egal wie es benannt wird, im Grunde geht es immer um die gleichen Fragen, nämlich was sollten diese Algorithmen alles tun und entscheiden dürfen, wo müssen wir ihren Einsatz ganz klar beschränken und worüber sollten sie eben auch niemals entscheiden dürfen, also ganz klar rote Linien einzuziehen, wo klar ist, das ist nicht verhandelbar, das wollen wir nicht Maschinen überlassen. Und tatsächlich ist es so, wie Chris gerade sagte, dass man auch an vielen Stellen sich auch im politischen Kreis schon Gedanken darüber macht oder angefangen hat, sich darüber Gedanken zu machen. Natürlich ist es etwas unglücklich an der Stelle, dass sehr viele der Unternehmen, die sich mit Machine Learning oder mit automatisierter Entscheidung und Algorithmen befassen, ihren Sitz nicht in Deutschland hat. Meistens haben sie nicht mal ihren Sitz innerhalb der Grenzen der Europäischen Union, was die Aufgabe, die Sache anzupacken oder sie zu regulieren oder sie irgendwie zu kontrollieren, zusätzlich erschwert. Das sieht Bundesregierung und Bundestag allerdings ein bisschen anders. Das heißt, man möchte nicht weniger erreichen als eine KI made in Germany, künstliche Intelligenz made in Germany. So hat man sich darauf geeinigt in dem Koalitionsvertrag zwischen den CDU, CSU und SPD. Und das resultiert aktuell in Deutschland, gerade auf politischem Paket, in sehr vielen institutionellen Lösungen. Wir haben uns entschieden, das zu bebildern mit Zitat von Dürrenmatt, bilden wir doch eine Kommission, schreit eine, ja, gemacht schon, wir bilden eine Kommission, beantwortet das Bauernparlament, jedenfalls bei Dürrenmatt. In Deutschland ist es so, dass wir zwei Kommissionen oder zwei Gruppen haben, die sich auf Grundlage von Koalitionsvertrag gegründet haben. Die erste ist die Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz, gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche, soziale und ökologische Potenziale, so der offizielle Name, die auf Antrag der Fraktionen CDU, CSU, SPD, FDP und Die Linke im Juni letzten Jahres gegründet worden ist. Sie befasst sich auch tatsächlich mit der Frage, ob es Bereiche, ob es Themen gibt, in denen es künstliche Intelligenz oder automatisierte Entscheidungsfindung überhaupt nicht eingesetzt werden sollte. Und zwar unabhängig oder zusätzlich zu aktuellen Gesetzgebungsverfahren. Die Kommission sollte ihr Ergebnis dabei auch intensiv sich in verschiedenen Gremien einzubringen und Sitzungen zu veranstalten, die soll ihre Ergebnisse nach der Sommerpause, parlamentarischen Sommerpause 2020 einbringen. Eine Kommission, die etwas schneller ihre Ergebnisse präsentieren möchte, ist die Datenethikkommission. Diese wurde gegründet von Bundesinnenministerium und Bundesjustizministerium im Juli, also einen Monat nach der Enquete-Kommission im Bundestag. Dort haben wir auch viele prominente Vertreter wie Paul Nemitz, der Berater der Generaldirektion Justiz und Verbraucher der Europäischen Kommission oder der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber oder Marit Hansen von Landesdatenschutzbeauftragten, von Landesdatenschutzbehörde, glaube ich, in Schleswig-Holstein heißt das korrekt. Die Kommission sollte ihre Vorschläge bereits im Sommer 2019, da wird Chris nochmal drauf eingehen, vorstellen. Und bereits zu ihrer Gründungssitzung hat sie erste Vorschläge eingebracht. Ziel ist nicht weniger als AI oder Artificial Intelligence made in Europe. Es muss aber nicht auch unbedingt im Koalitionsvertrag stehen, dass man eine Kommission gründet oder einen Rat oder Gruppierungen, die sich mit Digitalethik, Ethik der künstlichen Intelligenz befasst. Das hat auch zum Beispiel der hessische Ministerpräsident selbst geschafft. Er hat seinen eigenen Rat für Digitalethik gegründet im September letzten Jahres.
Dazu gehören auch hochrangige Vertreter der Gesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft, wie der Bischof von Limburg, Georg Betzig, der ehemalige Bundesforschungsminister Heinz Riesenhuber, der Deutschlandchef der Boston Consulting Group, Carsten Kratz, und natürlich der Vorsitz gehört dem hessischen Ministerpräsidenten. Ein Großteil dieser Kommission, das war nur ein kurzer Auszug davon, erarbeitet verschiedene Leitfäden oder Guidelines, die gegebenenfalls die Gesetzgebungsverfahren oder zukünftige Gesetze begleiten sollen. Allerdings Empfehlungen und Papiere, die sie erstellen, wirken hauptsächlich lokal oder national, während die meisten Unternehmen, wie ich gesagt habe, außerhalb von Deutschland und Europäischer Union oft agieren. Weswegen auch die Regulierung auf einer höheren Ebene ansetzen muss. Wir schlagen vor, mindestens auf EU-Ebene, idealerweise im globalen Abkommen. Genau, zur EU kommen wir gleich noch. Aber erstmal, bevor wir weitergehen, vielleicht nochmal einen Blick auf die Inhalte. Also womit beschäftigen sich diese Guidelines eigentlich? Das sind in der Regel Sammlungen von verschiedenen ethischen Prinzipien, die sich an die Entwicklerinnen der Technologien richten. Und mit EntwicklerInnen sind hier sowohl die eigentlichen Softwareentwickler, also die Menschen, die programmieren, gemeint, als auch die Unternehmen, die das verantworten, dass solche Systeme eben geschaffen werden. Manchmal auch Konzerne. Die Guidelines an sich sind sehr unterschiedlich. Manche, wie die hier, die ihr jetzt gerade seht von IBM, sind wirklich sehr knapp, beschränken sich auf 5 Punkte. Andere sind 300 Seiten lang und gehen wahnsinnig tief ins Detail, wie die Richtlinie des globalen Ingenieursverbandes IEEE. Also das ist wirklich ein Riesenwerk. Und trotzdem fallen bestimmte Gemeinsamkeiten auf in diesen Guidelines, die man sich eigentlich jetzt ganz gut an dieser IBM-Guideline durchgehen kann, weil die Punkte, die dort genannt sind, auch in der Regel so eine Art Minimalkonsens sind oder ein minimaler Standard, der dort genannt wird. Da ist als erstes meistens Accountability, also die Frage, wer ist verantwortlich, wenn ein Algorithmus etwas prognostiziert oder entscheidet. Dann Explainability, also die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Wirkung eines Algorithmus. Das heißt, können Menschen nachvollziehen, wie das System überhaupt zu einer bestimmten Prognose gelangt ist? Ja, auf Basis von welchen Daten und Faktoren ist es zu diesem Ergebnis gelangt? Manchmal geht es unter diesem Stichwort Transparenz auch wirklich um den schieren Fakt, dass das erkennbar sein muss, dass hier jetzt gerade ein Algorithmus am Werk ist und man eben es nicht mit einem Menschen zu tun hat. Also eine Art Vermummungsverbot für Algorithmen. Ja, die müssen sich zu erkennen geben. Wenn da ein Algorithmus arbeitet, dann muss das für den Menschen, der mit dieser Entscheidung dann konfrontiert ist, auch ganz klar ersichtlich sein. Der muss Bescheid wissen. Und der vierte Punkt ist, Value Alignment haben wir jetzt mal übersprungen, Explainability. Der dritte Punkt wäre dann Fairness, manchmal auch Equality oder Non-Discrimination genannt. Was dahinter steckt, ist eben der Anspruch, dass Algorithmen so arbeiten sollten, dass sie eben nicht gegen bestimmte Gruppen auf Basis ihrer Identität diskriminieren. Und da geht es vor allem auch um die Daten, mit denen die Systeme trainiert werden, weil man eben weiß, wenn die Daten nicht repräsentativ sind oder wenn eben schon bestimmte diskriminierende Verzerrungen in den Daten, in den Trainingsdaten enthalten sind. Ja, weil Menschen einfach diskriminierende Entscheidungen bereits in der Vergangenheit getroffen haben und jetzt ein Algorithmus auf Basis dieser Daten trainiert wird, dann weiß man, dass diese Diskriminierung sich auch fortsetzt oder sogar verstärkt. Deswegen ist dieser Punkt eigentlich immer mit enthalten. Und als letzten Punkt, der dann noch, als vierter Punkt ist immer noch mit dabei, Privacy, also das Recht auf Datenschutz und dass Daten eben nur mit Zustimmung der Nutzerinnen verwendet werden dürfen. So, diese Faktoren sind offenbar so etwas wie so Minimalanforderungen für die ethische Entwicklung und den ethischen Einsatz von Algorithmen. Interessant ist aber auch einmal drauf zu gucken, was in diesen Guidelines nicht oder bemerkenswert selten auftaucht. Worum es in der Regel nicht geht, ist die Notwendigkeit demokratischer Kontrolle über solche Guidelines und politischer Gesetzgebung für Algorithmen.
Worum es ebenfalls sehr selten geht, ist die Gefahr des Missbrauchs von Algorithmen, um demokratische Prozesse auszuhöhlen, also sei es jetzt Wahlmanipulation durch Microtargeting oder Deepfakes oder verschiedene Verfahren, die da zum Einsatz kommen können. Und worum es auch sehr selten geht, ist das Problem fehlender Vielfalt in der Branche, also der Umstand, dass derzeit überwiegend Weiße und überwiegend Männer diese algorithmischen Systeme entwickeln, die dann aber eben halt nicht nur über Weiße und Männer entscheiden, sondern eben sehr viele nicht weiße Personen auch betreffen und Frauen betreffen, und man aus Erfahrung weiß, dass diese Systeme dazu neigen zu diskriminieren. Und eine Möglichkeit, dem beizukommen, oder eine Notwendigkeit wäre, zumindest die Entwicklungsteams diverser aufzustellen, um die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas passiert, möglichst gering zu halten. Das taucht aber selten in den Guidelines auf. Worum es dann auch nicht geht, sind die versteckten gesellschaftlichen Kosten. Also zum Beispiel die Energie, die es braucht, der riesige Energieaufwand, den es braucht, um einen einzigen solchen Algorithmus zu trainieren. Oder eben den Einsatz von sehr schlecht bezahlten Clickworkern, die in Scharen eingesetzt werden müssen, um die Daten zu labeln und eben zum Training der Algorithmen beizutragen. Das sieht man derzeit sehr gut an dieser Debatte um Sprachassistenten und Alexa, wo jetzt wie nach und nach eigentlich an einer Firma nach der anderen jetzt rauskommt, huch, das ist ja gar nicht nur ein selbstlernender Algorithmus, sondern da sitzen ja Menschen irgendwo in Rumänien und anderen Ländern und labeln eben 10 Stunden am Tag diese Daten, oder damit der Algorithmus eben besser wird oder zutreffendere Prognosen treffen kann. Ja, springen wir vielleicht mal weiter. Okay. Achso, nee, ich bin jetzt nochmal dran, entschuldige. Also genau, bevor wir zu meinen jetzt noch Schlauheiten überspringen, noch ein bisschen einfach Schlauheiten von mir. Die Frage ist jetzt, sagen trotzdem ja, welche Auswirkungen haben diese Guidelines? Ja, weil gibt es überhaupt irgendeine Auswirkung darauf, wie eben Systeme entwickelt und eingesetzt werden? Denn freiwillige Selbstverpflichtungen, egal ob sie jetzt von einzelnen Konzernen kommen oder aus ganzen Branchen oder von Verbänden, wie es inzwischen eben auch sehr üblich ist, sind natürlich erstmal genau das, freiwillig. Also das ist eine Erklärung von guten Absichten und edlen Zielen, die sind nicht bindend in irgendeiner Art und Weise. Und es geben sich eben auch keine konkreten Ansprüche daraus für diejenigen, die von diesen algorithmischen Entscheidungsprozessen betroffen sind. Eine freiwillige Selbstverpflichtung kann man nicht vor Gericht anführen, wenn es darum geht, irgendeine Art von Schadensersatz einzuklagen für eine zu Unrecht getroffene Entscheidung oder für einen gelöschten Account oder einen nicht gewährten Kredit oder Ähnliches. Eine falsche medizinische Diagnose, die dann vielleicht schlimme Konsequenzen hat. Ja, da vor Gericht gelten eben nach wie vor nur Gesetze. Die Frage ist aber trotzdem, wirken sich diese Guidelines vielleicht doch irgendwie sonst positiv aus, weswegen es es rechtfertigen würde, dass man inzwischen eben 84 davon mit großem Aufwand geschrieben hat. So, dazu gibt es jetzt eine aktuelle Studie eines Ethikforschers an der Universität Tübingen, der sich 15 der wichtigsten Guidelines mal angeschaut hat, darunter auch die von Microsoft, von Google und von IBM. Und er kommt eben zu dem Ergebnis, dass die meisten in der derzeitigen Form weitgehend wirkungslos sind. Also er verweist auf eine andere Studie da drin, für die Studierende und mehr als 100 Softwareentwicklerinnen befragt wurden und denen dann verschiedene ethische Entscheidungen präsentiert wurden. Und da wurde eben geschaut, macht das einen Unterschied, ob dem vorher diese Guidelines vorgelegt worden sind oder nicht. Und der Schluss, zu dem er dann kommt, ist eben, ja, the main finding was that the effectiveness of guidelines or ethical codes is almost zero and they do not change the behavior of professionals from the tech community. Und verweist dann eben auf die Studie oder das Statement der anderen Wissenschaftler, die Studie durchgeführt haben, und sagen, es war im Grunde total egal, ob wir denen das jetzt vorgelegt haben oder nicht. Wir haben da keine signifikante Unterscheidung feststellen können. Ja, schade. Eigentlich auch nicht so erstaunlich, wenn man bedenkt, welche Konsequenzen das dann überhaupt haben könnte, wenn man sich eben nicht an diese Guidelines hält, denn Stichwort freiwillige Selbstverpflichtung, der absolute Worst Case, der da eintreten kann, wenn man sich eben nicht dran hält, ist im Grunde ein Image-Schaden für den jeweiligen Entwickler, die Entwicklerin oder eben das Unternehmen.
aber auf der Skala möglicher Konsequenzen von hohe Geldstrafe bis hin zu Gefängnis, vielleicht am einen Ende des Spektrums und gar nichts am anderen Ende des Spektrums, ist Image-Schaden natürlich jetzt eher am Ende von gar nichts. Also es ist jetzt ist ein eher schwacher Hebel, wenn es jetzt darum geht, von irgendetwas abzuschrecken in dem Zusammenhang. Vielleicht ist es auch deshalb nicht verwunderlich, dass inzwischen nicht nur aus dem europäischen Rechtsraum, wo die Regulierung oder die gesetzliche Regelung von Industrie oder von der Wirtschaft starke und lange Tradition hat, sondern gerade aus dem anglosächsischen, aus dem amerikanischen Raum immer stärker die Stimmen nicht nur von den Philosophen, aber auch von den Experten und aus der Politik, auch von den Netzaktivisten stärker werden, die sich dafür einsetzen, gerade den Bereich Datenschutz, aber auch den Einsatz von Algorithmen stärker zu regulieren, jetzt um den Bruce Schneier zu nennen, der das schon seit längerer Zeit für den Bereich Informationssicherheit, Internet of Things und jetzt auch für die Algorithmen anfordert. Es geht um Mindestanforderungen, diese aber bitte nach der europäischen Tradition verbindlich. Also die Kritik breitet sich gerade aus an den Selbstverpflichtungen. Es lohnt sich aber ganz einfach, den Überblick zu haben, das zu beobachten, wie die Trends auch da PKI sind. Genau. Also hier nochmal ein Zitat aus dem Paper von Thilo Hagendorf, eben dem Ethiker, der das untersucht hat. Und es zeigt im Grunde, diese Guidelines, zumindest sofern sie im Moment aus der Industrie kommen, sind in allererster Linie PR-Maßnahmen einzelner Unternehmen und Branchenverbände und genau so muss man sie eigentlich auch betrachten. Die Botschaft dahinter ist, vertraut uns, wir machen das schon, ihr müsst da gar nicht erst irgendwie gesetzlich irgendwas regulieren, ist gar nicht notwendig, wir kümmern uns schon darum. Aber als Mittel, um jetzt wirklich die Risiken von algorithmischen Systemen zu regulieren und Menschen davor zu schützen, eignen sie sich nicht, muss man so hart sagen. Der Philosoph Thomas Metzinger, der auch in der High-Level Expert Group der EU-Kommission zum Thema Künstliche Intelligenz sitzt, bezeichnet diese Praxis als Ethics Washing, davon ausgehend. Also Unternehmen betreiben eine ethische Debatte mit dem Ziel, gesetzliche Regeln aufzuschieben. Einmal? Und je länger diese Debatte oder eher aufzuschieben oder im Bestfall sogar ganz zu verhindern. Und je länger diese Debatte läuft, so das Prinzip, umso länger dauert es ja dann auch, bis tatsächliche Gesetze gemacht werden und womöglich die eigenen Geschäftsmodelle empfindlich stören in irgendeiner Art und Weise, die wirklich wehtun könnte, auch finanziell wehtun könnte. Die Methode selbst ist vielleicht nicht ganz neu. Also wenn man ein bisschen zurückdenkt, kann man daran auch, sage ich, eine nicht sehr rühmliche Methode, die im US-Senat praktiziert wird, wiedererkennen und die ist bekannt auch in Deutschland unter dem Namen Filibustering oder Filibuster. Das ist so eine Methode, die heute noch sehr oft eingesetzt wird im Senat oder bei Gesetzesentscheidungen, die nie sehr populär sind und von Minderheit durchgesetzt werden sollen. Dann steht vorne so ein Redner, ein Sprecher, ein Filibuster, der durch Dauerreden die Entscheidung über ein Gesetz verhindert, während irgendwie in den Fluren des Senats im Background Gespräche noch hektisch geführt werden, um einzelne Senatoren zu überzeugen, doch dem Gesetz zuzustimmen. Also Filibusterung, Verzögerung, Technik, wer hat es erfunden? Nein, es waren nicht die Schweizer, es waren auch nicht die Amerikaner. Die Technik der Entscheidungsverzögerung wurde tatsächlich in dem römischen Senat bereits bekannt. Und das finden wir in der digitalen Welt auch immer wieder, gerade bei den Selbstverpflichtungen, eine Art, wie gesagt, Verzögerungstaktik, solange man eine bestimmte Aktivität zeigt, ist eventuell die Gesetzgebung nicht notwendig, weil man selbst sich verpflichtet, bestimmte Regeln zu befolgen und diese sich selbst praktisch aufgibt. Ja, und Teil von diesem Filibustering ist eben nicht nur die Guidelines zu veröffentlichen, sondern das geht noch weiter. Also viele Unternehmen finanzieren inzwischen eigene Ethik-Lehrstühle oder ganze Institute. Auch in Deutschland, also ein Beispiel aus München oder aus Deutschland ist eben das Institut für Ethik in der KI, das Facebook derzeit zum Beispiel finanziert, wo halt unabhängige Forschung betrieben werden soll, aber Facebook gibt quasi das
das Geld für diese Professur. Und es gibt auch einen ganzen Haufen Verbände, zum Beispiel die Partnership for AI, eine NGO, in der dann Amazon und Apple und Facebook, IBM und wer nicht sonst noch alles sich zusammenfindet. Und auch auf solche Zusammenhänge kann man dann natürlich immer verweisen, wenn es dann irgendwie heißt, aber müsste man nicht vielleicht auch irgendwie mit gesetzlicher Regulierung was machen. Aber das Entscheidendste ist vielleicht zu sagen, dass sich die Unternehmen ja tatsächlich auch sehr aktiv und maßgeblich und ganz direkt in die politischen Prozesse selber einbringen. Also wenn es dann darum geht, Gesetzgebung zu entwickeln. Und ein Beispiel, an dem man das gerade sehr gut erkennen kann, ist die Arbeit der High-Level Expert Group, die im vergangenen Jahr von der EU-Kommission eingesetzt worden ist und die eben zwei verschiedene Empfehlungen vorstellen sollte, einmal eben ethische Guidelines für KI entwickeln sollte. Die wurden, ich glaube, im April vorgestellt, auf jeden Fall Anfang des Jahres eher. Und in einem zweiten Schritt tatsächlich Empfehlungen für eine konkrete Förderung und auch Gesetzgebung. Die sind jetzt gerade erst erschienen, vor kurzer Zeit. Und da war es eben ganz interessant zu sehen, wer sitzt denn eigentlich in dieser Gruppe. Ja, das sind 52 Fachleute, die berufen wurden und diese Empfehlungen im Laufe eines Jahres erarbeitet haben. Und wenn man da mal anschaut und das alles ausrechnet, dann sieht man, 23 kommen direkt aus der Industrie. Also da sitzen dann zum Beispiel Vertreter von Zalando, Nokia und Google und Airbus und so weiter. Und wenn man dann noch die Lobbyverbände dazu zählt, also zum Beispiel Digital Europe oder solche Organisationen, in denen eben die großen Konzerne auch ihre Lobbyinteressen organisieren in Brüssel, dann sind es im Grunde 26 Leute aus der Industrie, die Hälfte dieser Gruppe sind Industrievertreter. Ja, und dann kommen dann so absurde Sachen zustande, wie das SAP zum Beispiel eigentlich dreimal da drin sitzt, nämlich einmal durch einen KI-Experten, der bei SAP arbeitet, einmal durch den Vorsitzenden dieser Expertengruppe, der im Aufsichtsrat von SAP sitzt und dann eben nochmal durch Digital Europe, diesen Lobbyverband, in dem SAP halt auch mit drin ist. Auf der anderen Seite fällt dann auf, wer dann nicht oder nur sehr karg drin vertreten ist. Und zwar sind in dieser Gruppe, die ja eigentlich die Aufgabe oder eine zentrale Aufgabe hatte, Ethik-Guidelines zu entwickeln, nur 4 Wissenschaftlerinnen für Ethik tatsächlich, was schon etwas erstaunlich ist, eben wenn es darum geht, Ethikrichtlinien zu entwickeln. Es sind 10 Organisationen dabei für Verbraucherschutz und Bürgerrechte. Und wer aber gänzlich fehlt, ist ein akademischer Experte für Datenschutz. Auch das ziemlich interessant in einem Bereich wie eben Machine Learning und Automated Decision Making, der so eng mit der Nutzung und Auswertung von Daten zusammenhängt, würde man jetzt eigentlich erwarten, dass da irgendjemand dabei ist, der sich eben gezielt mit diesem Thema beschäftigt, ist aber nicht der Fall. So. Und das Ganze hat natürlich Auswirkungen. Wir haben uns dann bei Netzpolitik mit mehreren Leuten unterhalten, die in dieser High-Level-Expert-Group sitzen. Und ursprünglich war eben die Aufgabenstellung der Gruppe, eine der Aufgabenstellungen war, sogenannte rote Linien zu definieren. Also ethische, absolute Grenzen, wo man sagt, das ist nicht verhandelbar. Ja, das soll innerhalb der EU niemals erforscht werden oder KI oder Algorithmen zu solchen Zwecken eingesetzt werden. Ja, das geht dann um solche Sachen wie Citizen Scoring, es geht um autonome Waffensysteme oder eben auch automatisierte Identifikation mithilfe von Gesichtserkennung oder eben verdeckte Algorithmen. Also einfach Bereiche, wo man sagt, ganz klar, das ist nicht verhandelbar, das soll niemals in der EU passieren. So, und diese Punkte stehen auch nach wie vor im Papier, also die sind nicht verschwunden aus dem Papier. Die heißen jetzt aber nicht mehr rote Linien, sondern diesen Begriff rote Linien haben die Industrievertreterinnen erfolgreich getilgt, sondern jetzt ist nur noch die Rede von Bedenken und Spannungen, zu denen sich eben diese ethischen Leitprinzipien verhalten könnten und davon, dass man Abstriche machen müsste und diese Abstriche gut dokumentieren solle und so weiter und so fort. Also sprich, einfach sprachlich entschärft. Das kann man jetzt alles für totale sprachliche Spitzfindigkeit halten, aber ich finde, es zeigt sehr gut, wie groß der Aufwand ist, den die Industrie betreibt, selbst in einem Bereich, wo es ja erstmal darum geht, etwas zu produzieren, das rechtlich immer noch nicht bindend ist. Denn diese Ethik-Guidelines und auch die Empfehlungen, die die High-Level-Expert-Group jetzt vorstellt, sind immer noch nicht bindend. Das sind erstmal nur Guidelines, an die man sich halten kann, wenn man Lust dazu hat oder eben auch nicht und im Grunde dann auch keine Konsequenzen zu fürchten hat.
Das Einzige ist, man geht eben davon aus, dass sie natürlich beeinflussen könnten, wie jetzt eben die Politik der EU-Kommission ausfallen könnte in der nächsten Legislaturperiode. Deswegen da schon mal präventiv sehr viel Energie darauf verwandt worden ist, sich dazwischen zu schalten. So. Deshalb, wie gesagt, es war jetzt ein sehr guter Übergang, um letztendlich auch sich zu überlegen, wie könnte man das Dilemma lösen? Ja, wir haben jetzt uns genau angeschaut, was praktisch sich die Industrie oder die Wirtschaft wünscht oder mehr oder weniger nicht wünscht. Jetzt wollten wir aber auch aufzeigen, ob es eventuell Ansätze gibt, mit denen man zu konkreten Lösungen kommen kann. Und unser Vorliebe für Gesetze ist ein bisschen schon deutlich geworden. Und da haben wir tatsächlich auch ein paar Vorschläge, wie man es oder wo man es wenigstens, wo man anfangen könnte, wenn man für die Regulierung der Algorithmen sich einsetzen möchte. Erster, bekannteste, glaube ich, von den Gesetzen seit der Einführung im Mai letzten Jahres, 2018, ist die Datenschutzgrundverordnung, die schon dadurch, dass sie einen gewissen Schutz von Personen oder wenigstens personenbezogenen Daten gewährleisten soll, gut geeignet ist, um einige Einschränkungen für die Nutzung von den Daten, von den Trainingsdaten, aber auch von den operativen Daten in lernenden Algorithmen und bei automatisierten Entscheidungen einsetzen oder regulieren könnte. Jetzt möchtest du mir das DSGVO genau. Dann... Also genau, es ist eben nicht so, dass es überhaupt gar nichts gibt im Moment an Regulierung, wie Alexandra halt meinte, sondern es ist tatsächlich, es gibt ja schon Bereiche, zum Beispiel die DSGVO, da steht eben tatsächlich drin, dass das Betroffene nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidung unterworfen werden. So. Das Problem, das klingt erstmal total gut, das Problem liegt in diesem kleinen Wort ausschließlich, denn in dem Moment, wo eine Person noch da sitzt, die einmal auf einen OK-Knopf drückt, also im Grunde sozusagen ein algorithmisches System wirft eine Prognose aus, dann wird aber nicht automatisch der Kredit abgelehnt, sondern eine Sachbearbeiterin Hallo. Oder Sachbearbeiter muss nochmal auf OK drücken, dann ist es keine ausschließlich auf Automatisierung beruhende Entscheidung mehr, dann wäre es auch sozusagen nach DSGVO nicht mehr problematisch. So. Das ist auch einer der Gründe, warum man diesen Artikel 22 sehr oft als ein stumpfes Schwert bezeichnet, weil das nicht nur diese Voraussetzung von vollautomatisierten Entscheidungen mit sich bringt, was niemand richtig definieren kann und was man leicht, wie Chris gerade erklärt hat, auch umgehen kann mit Leichtigkeit, aber auch deswegen, weil es mit bestimmten Ausnahmen auch geht. Das heißt, der Betroffene kann mal wieder einwilligen und dann ist wieder Artikel 22 Geschichte. Genau, es gibt noch einen anderen Artikel, der Artikel 15 DSGVO, der eben bestimmt, dass Betroffene über die involvierte Logik einer Verarbeitung informiert sein müssten. Das heißt, im Grunde sind Juristinnen sich aber auch nicht einig, was das jetzt bedeutet. Also heißt das jetzt, dass die Wirkweise des Algorithmus offengelegt werden müsste? Müsste der Code jetzt offengelegt werden? Müsste einfach nur offengelegt werden, woraufhin ist dieser Algorithmus optimiert? Also ist völlig unklar, was das eigentlich heißt und ob das überhaupt möglich wäre im Zusammenhang mit algorithmischen Entscheidungsprozessen, die involvierte Logik offenzulegen, die dahinter steckt eben. So, was es dann natürlich ebenfalls schon gibt, sind Antidiskriminierungsgesetze in Deutschland. Wir haben irgendwie das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz in Deutschland, das die Benachteiligung auf Basis von Religion, Alter, Geschlecht und so weiter, also vielen weiteren Kategorien, explizit unter Strafe stellt. Das Problem bei diesem Gesetz ist, das greift erst in dem Moment, wo eine Benachteiligung, also ein konkreter Schaden durch Diskriminierung stattgefunden hat. So lange will man aber ja eigentlich nicht warten. Also das Problem bei, also justiziabel ist es erst in dem Moment, wo das eben passiert ist. Wenn man jetzt aber vorab schon würde eingreifen wollen, einfach nur, weil man feststellt, das System diskriminiert aber, auch wenn es konkret noch niemand dadurch einen großen Schaden erlitten hat, dann wäre das im Moment mit Antidiskriminierungsgesetzen, wie wir sie derzeit haben, nicht möglich. So, und dann vielleicht noch, als machen wir noch ein Wrap-up, erklären einmal kurz, was jetzt gerade auf Ebene der EU passiert, weil da ist gerade einiges im Gange. Also Ursula von der Leyen hat als neue Kommissionspräsidentin ja angekündigt, dass sie innerhalb der ersten 100 Tage im Amt eine Gesetzesinitiative zu
KI und auf den Weg bringen will. Die Frage ist allerdings, woher jetzt so schnell sich diese ganzen Ideen formieren sollen. Denn die High-Level Expert Group hat zwar Vorschläge dazu gemacht, wie KI in der EU gefördert und reguliert werden sollte, aber die sind jetzt noch nicht ausgereift auf einem Level, dass man da jetzt innerhalb von wenigen Monaten schon konkrete Gesetzesvorschläge draus machen könnte. So. Und im Moment ist eben noch interessant, dass Berichte der Financial Times jetzt gerade öffentlich geworden sind, dass es darum geht, im Datenschutzausschuss der EU-Kommission zumindest gerade darüber gesprochen wird, den Einsatz von Gesichtserkennung sehr viel stärker zu regulieren, als es jetzt gerade der Fall ist, und dass es da nur noch ganz strenge Ausnahmen geben darf, in denen das eingesetzt werden darf. Und ebenfalls relativ revolutionär wäre, dass Daten aus Videoaufnahmen, und eben die potenziell sich für Gesichtserkennung eignen könnten, in Zukunft als biometrische Daten klassifiziert werden sollen, was eben auch den Einsatz dieser Technologie sehr stark einschränken würde. Da könnte man eben nicht mehr, und es würde eben auch nicht mehr reichen, einfach ein Hinweisschild aufzuhängen, hier hängt eine Videokamera, und damit ist im Grunde geht man davon aus, jeder, der dadurch vorbeiläuft, gibt schon seine Zustimmung. Also das heißt, es passiert gerade viel Verschärfung auf Ebene der EU. Das wird jetzt interessant zu sehen, was da kommt. Es kommen jetzt auch bald, im Sommer hieß es, es ist jetzt eine sehr ausgedehnte Definition von Sommer, aber demnächst kommen auch die Vorschläge der Datenethikkommission, und es wird auch nochmal interessant sein, was da drin steht. Sollen wir da noch mal, gehen wir ganz mal, kurz, ganz ja. Genau. Dann ganz einfach, um zu verdeutlichen, dass ein Gesetz oder eine Vorgabe vielleicht nicht hinreichend auch oft ist, um eine Kontrollierbarkeit oder Prüfbarkeit, auch korrekten Durchführung, wie man jetzt bei NetzDG zum Beispiel sehr schön beobachtet, gewährleistet, gibt es auch zusätzliche Methoden, an denen auch aktuell gearbeitet wird, die allerdings die Schwäche haben, sie sind nicht verbindlich, sie sind nicht obligatorisch. Ich spreche hier zum Beispiel von solchen Möglichkeiten wie Zertifizierungen. Wir haben für den Bereich Sicherheit Zertifizierungen, die sehr verbreitet sind, ISO 27001 und so weiter, Nachweise für Kritis-Bereiche. Doch diese sind greifen entweder auf kleine Bereiche der Wirtschaft zu, sind thematisch sehr eingeschränkt, oder wie gesagt, auch da sind sie nicht verpflichtend, man kommt drum herum. Zweite sind Audits und Prüfungen, zum Beispiel so eine Jahresabschlussprüfung, die bereits jetzt Blöcke und Bestandteile für Prüfung der rechnungsregelungsrelevanten Systeme beinhaltet und jährlich in jedem Fall, ist glaube ich mal inzwischen durchzuführen ist, ein Testat, den die Prüfer erstellen, ist, sage ich, beschränkt jetzt auf die Unternehmen, die Aktiengesetz unterliegen. Allerdings ist es auch eine Möglichkeit, die, wenn sie verpflichtend für alle Unternehmen ist, so eine Prüfbarkeit und eine Kontrollierbarkeit gewährleisten könnte. Oder, das heiß diskutierte Thema, Sicherheits- oder Qualitätssiegel. Wir haben sogar einen Vorschlag von einem KI-Bundesverband, eingetragener Verein, für ein KI-Kennzeichen, sind glaube ich 9 Seiten, hinten ist sogar eine Seite, wo man unterschreiben kann, dass man dem KI-Gütersiegel zugestimmt hat. Natürlich hat das keinen verbindlichen Charakter, und es ist auch keine Möglichkeit praktisch, es zu überprüfen. Es ist praktisch eine Guideline, die man auch noch zusätzlich unterzeichnet. Also da muss noch vieles gemacht werden. Jetzt ist die Frage, kann man sowas Simples machen? Geht das nicht? Vielleicht sowas wie Robotergesetze von Asimov aufzustellen und die geltend machen. Erinnert sich noch jemand, wie die Gesetze sind? Was das erste Robotergesetz war? Ich sehe euch jetzt nicht genau, aber das erste Gesetz, wie soll man mit dem Menschen umgehen? Das darf der Roboter nicht machen. Dem Menschen Schaden zufügen darf er nicht, war das erste Gesetz. Das zweite, logischerweise, wenn der Mensch dein Herr ist, darf man was ihm nicht tun? Es ist heiß, ich weiß. Dann darf man ihm keinen Schaden zufügen. Und das dritte Gesetz, kriegen wir das noch hin? Man darf sich selbst nicht beschädigen. Das sind die 3 Robotergesetze von Asimov, wo man auch heute sagt, vielleicht sind sie nicht so zutreffend, kann man den Robotern was verbieten oder der KI? Ein schönes Beispiel dafür ist die Arbeit von Professor Bendel. Er arbeitet in Zürich und hat einen Staubsaugerroboter mit seinen Studenten entwickelt, der Insekten joint. Das heißt, wenn der Staubsauger unterwegs ist und ein Insekten entdeckt, ein Marienkäfer, nicht Maikäfer, Marienkäfer, dann stoppt er.
Man kann eine per Vorgabe auch ein System, einen autonomen Roboter, bestimmte Sachen verbieten. Ja, dann vielleicht noch einfach ein Schlussplädoyer. Also die Prozesse um Gesetzgebung laufen gerade. Wer sich dafür interessiert, wie diese Regeln letztlich aussehen werden, die uns als EU-Bürgerinnen und Bürger alle betreffen werden, kann das in den nächsten Monaten besonders aufmerksam verfolgen und sich vielleicht sogar mit eigenen Vorschlägen einbringen, was in diesen Gesetzesinitiativen dann tatsächlich drinstehen soll. Man kann nämlich davon ausgehen, dass Google, IBM, Facebook und so weiter gerade schon eine ganze Armada von Leuten in Brüssel sitzen bleiben haben, die mit Hochdruck an genau diesen Themen arbeiten. Und am Ende läuft es auf die ziemlich einfache Frage hinaus, wem sollten wir es überlassen, die Regeln für unser Zusammenleben mit Maschinen zu gestalten? Sollten das diese Konzerne sein oder wie holen wir uns da selbst die Gestaltungsmacht zurück? Vielen Dank. Danke. Ja, vielen Dank, Chris und Alexandra. Und wir haben jetzt noch 5 Minuten, um Fragen und Antworten hier zu stellen und zu beantworten. Dafür ist ein Mikrofon in der Mitte hier vorne und ein Mikrofon da hinten in der Mitte vor dem großen Tisch. Und bitte kommt doch zu den Mikrofonen hin, wenn ihr Fragen habt. Ja, hallo. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Studie, in der belegt worden sein soll, dass die Richtlinien keinen Einfluss auf das Verhalten von KI-Forschern haben. Da würde mich schon mal das Studiendesign interessieren. Denn in dem Moment, wo man Leute fragt, die was von KI verstehen, aber noch nie mit einer der 84 Richtlinien in Berührung gekommen sind, das kann ich mir ehrlich gesagt schlecht vorstellen. Und von daher habe ich so meine leisen Zweifel an der Signifikanz der Studie. Aber vielleicht ist das Studiendesign ja viel besser, als ich denke. Wir können die Quellen dazu noch weiter angeben. Das heißt, Sie können sich die Studie dann auch selbst anschauen, wenn Sie das interessiert. Soweit ich das jetzt gesehen habe, geht es darum, dass es in sogenannten Vignetten, also denen wurden konkrete Entscheidungen vorgelegt. An dieser Stelle würden Sie das jetzt so oder so machen und welche Probleme könnten sich dabei ergeben? Und da wurde eben keine signifikante Abweichung festgestellt, egal ob man den Leuten eben vorher quasi die ethische Leitlinie dazu gegeben hatte oder nicht. In ihrem Verhalten. In ihrem Verhalten. Ganz kurze Rückfrage, waren das Leute, die im KI-Feld tätig waren oder waren das ganz normale Fußgänger? Nein, das waren Softwareentwicklerinnen und Studierende. Also es waren entweder Leute, die sozusagen selbst in der Praxis gearbeitet haben, um diese Systeme schon zu entwickeln oder eben gerade ausgebildet werden, um das zu tun. Okay. Aber am besten selbst anschauen, weil die Studie ist bestimmt auch so spannend. Weitere Fragen? Ist da hinten eine Frage? Nein, hier vorne. Ich hätte noch eine Frage bezüglich jetzt der Konkurrenz, zum Beispiel, wenn man schaut zum Beispiel nach China oder in die USA, wo jetzt wahrscheinlich die Richtlinien jetzt nicht so streng wahrscheinlich sein werden, bezüglich KI besteht dann nicht die Gefahr, dass jetzt Europa dann technologisch irgendwie abgehängt wird? Willst du gerne was sagen? Also das ist tatsächlich durchaus möglich, ja. Das ist durchaus möglich und oft wird auch damit begründet, warum so wenige Gesetze gerade in diesem Bereich entstehen. Man gibt vor, dass Regulierung die Entwicklung oder die Innovation bremsen würde. Erwiesen ist es nicht. Und wie gesagt, inzwischen, gerade im Bereich Datenschutz, ist es besonders deutlich, sind die Stimmen aus USA, gerade von Netzaktivisten wie Mati Zegowski zum Beispiel, der in Silicon Valley als Netzaktivist oder als Softwareentwickler auch tätig ist, sehr, sehr stark, die fordern Einbindung, Beteiligung von Politik. Sie sagen, ohne Politik würden sich Menschen gegenseitig umbringen, da muss jemand dahinter stehen, der Gesamtüberblick hat und nicht nur die Bäume sieht, sondern auch den Wald überwacht. Und ich denke, das ist ein interessanter Ansatz, besonders, dass in Europa eine Tradition hat. Und wir
inzwischen auch sehr oft mitkriegen, dass die Selbstverpflichtungen in den USA auch nicht mehr die Wirksamkeit zeigen, wie sie zu Anfang der Industrialisierung das taten. Weitere Fragen? Ja, vielen Dank für eure Bemühungen. Die Frage ist, also das mit dem, einzige Bemerkung ist, das mit den Robotergesetzen ist ja ein bisschen naiv. Also, dass man entscheiden kann, was gut und böse ist, ist ja wirklich schon schwierig genug. Wie gehen wir damit um, wenn die Algorithmen einfach aus den Datenmengen die Diskriminierungen lernen, die in den Daten schon drin sind? Also wenn sie lernen, ohne dass da die Zuordnung nach Hautfarbe oder Geschlecht drin ist, dieselben Diskriminierungen zu machen, die das normale Gesetz oder die normalen Richter schon machen oder bei sprachlichen Programmen zum Beispiel, die Berufsbezeichnungen halt immer an die Geschlechter anpassen, ohne dass das irgendjemand haben will. Also die Algorithmen können nichts dafür. Im Grunde reproduzieren die nur den ganzen kulturellen Bias. Und im Grunde müsste man große Teile der Kultur einfach mal von diesen Vorurteilen reinigen. Das kann ja jetzt auch irgendwie nicht so stehen bleiben. Das muss ja auch Teil des Prozesses sein. Wie wollt ihr damit umgehen? Genau, also dieses Problem der Diskriminierung ist und der übernommenen Diskriminierung aus schon verzerrten Daten ist ja eines der größten Probleme im Zusammenhang mit der Entwicklung dieser Systeme derzeit. Und das sehen wir an den Beispielen, wo das der Fall ist. Im Grunde kann es da nur ein Bewusstsein, also das, was Sie jetzt gerade auch angesprochen haben, ist ja dieses Problem des Proxy-Bias. Also selbst in dem Moment, wo ich zum Beispiel die Kategorie Hautfarbe oder Geschlecht gar nicht erst erhebe, findet ein Algorithmus eben durch Mustererkennung in sehr, sehr großen Datenmengen Muster, die uns als Menschen gar nicht auffallen würden und schafft es dann, diese Diskriminierung trotzdem fortzusetzen im System, auch wenn das oft von den Entwicklerinnen gar nicht beabsichtigt ist oder eigentlich sogar das Gegenteil das Ziel ist. Und das ist eins der größten Probleme derzeit, wo ja irgendwie an Lösungen gearbeitet wird, aber dass es sehr schwer zu lösen ist, zeigt sich ja auch daran, dass ja selbst Konzerne wie Amazon ihren Bewerbungsalgorithmus am Ende in die Tonne gekloppt haben, weil sie dieses Problem nicht geschafft haben zu lösen. Und ich glaube, genau das muss dann die Lösung sein. Also am Ende ist ja auch, wie Sie auch gesagt haben, nicht der Algorithmus derjenige, der diskriminiert, der kann ja gar keine Absichten verfolgen, sondern es geht darum, dass diejenigen, die in den verantwortlichen Positionen sind, darüber zu entscheiden, ob dieses System zum Einsatz kommt oder weiter eingesetzt wird, dann im Zweifelsfall den Stecker ziehen, weil sie das erstens erkennen und zweitens die Konsequenz daraus ziehen. Das kann nicht sein. Das Gleiche gilt übrigens auch für sehr schlechte, sehr hohe Fehlerquoten von Systemen. Ja, also sind diese Systeme dann bereit, um sie schon einzusetzen? Vielleicht dann eher nicht und dann muss ein Mensch, der dort sitzt, die Entscheidung treffen, dass das System dann nicht eingesetzt werden darf oder diese Entscheidung korrigiert werden müssen. Ich glaube, das ist die wichtige Konsequenz daraus. Ja. Bitte schnell fragen und bitte schnell antworten. Okay, der Grundtenor war ja sehr kritisch gegenüber Regeln. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich das am Ende richtig verstanden habe, dass das Beispiel des Staubsaugerroboters ein Positivbeispiel sein sollte, ein Gegenargument sein sollte. Weil dann würde ich mich freuen über den Gedanken zum Türöffner-Argument, weil die Geschichte geht ja noch weiter, dass dann das Team um Bendel angefangen hat, den Roboter so zu programmieren, dass er vorzugsweise Spinnen einsaugen soll und dann quasi dieser Marienkäfer einen Stoß gegeben hat in eine andere Richtung. Jetzt nochmal die Frage. War das ein Positivargument, also ein Gegenbeispiel für eine gute Regelstellung, dieses Marienkäferbeispiel? Oder alles klar. Habe ich das richtig verstanden? Das war ein positives Beispiel für eine Vorgabe. Ich sage nicht, dass Vorgaben das Optimum Nonplusultra sind, aber man kann viele Probleme dadurch lösen, auch teilweise das Problem mit den falschen Trainingsdaten. Denn dann muss man sich dazu entschließen, eine Vorgabe zu machen. Die Algorithmen oder die Roboter lernen auf verschiedene Arten. Durch Beobachten, das dauert meistens sehr lange, durch Auswerten von Massendaten oder praktisch man muss ihnen eine Vorgabe machen. Deshalb heißt das ja auch Algorithmus. Wenn du jetzt dahin kommst, geh nach links oder geh nach rechts. Wenn diese Bedingung auftaucht, geh dann nach oben. Wenn diese Bedingung auftaucht, bitte mach das, mach jenes. Und wir tricksen gerade ein bisschen drumherum, diese Vorgabe zu machen. Denn in zum Beispiel eine Entscheidung über eine Einstellung von einer Person müsste man sonst dem Algorithmen, wenn er mit falschen Daten gerade arbeitet, die unsauber sind, die einen Bias enthalten, eine Vorgabe machen. Wenn du einen Weißen und einen Schwarzen Bewerber hast,
ich weiß, dass ich politisch nicht korrekt bin, aber ich kenne die aktuell auch, die Bezeichnung jetzt nicht. Entscheide dich bitte für Weißen. Genau. Wie lautet dann die Vorgabe? Das heißt, man müsste ihnen auch die Vorgabe einprogrammieren. Deshalb, wie gesagt, für Vorgabe war das ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil er zeigt, dass es möglich ist, eine Vorgabe zu machen. Zuerst muss aber jemand für diese Vorgabe auch Verantwortung übernehmen und die Entscheidung auch treffen. Und das ist sehr schwierig. Vielen herzlichen Dank, Chris und Alexandra. Ein Applaus für euch. Danke.